Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, gebe ich Ihnen das Ergebnis der beiden namentlichen Abstimmungen bekannt. Zunächst namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe zum Antrag der Abgeordneten Volker Kauder, Ute Granold, muss ich ja nicht alle verlesen. Abgegebene Stimmen 570, mit Ja haben gestimmt 374, mit Nein haben gestimmt 69, Enthaltungen 127. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Dann die zweite namentliche Abstimmung zu dem Antrag der Fraktion der SPD. Abgegebene Stimmen 565, mit Ja haben gestimmt 304, mit Nein haben gestimmt 195, Enthaltungen 66. Diese Beschlussempfehlung ist ebenfalls angenommen. So, dann rufe ich als nächsten Redner auf den Kollegen Peter Weiß von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Johannes Rau, einer der großen Männer der SPD, hat den klugen Satz geprägt: Sage, was du tust, und tue, was du sagst. Nach der Rede von Frau Kollegin Nahles eben habe ich den Eindruck, dass die politischen Enkel von Johannes Rau diesen Satz sehr freihändig abgewandelt haben. Denn das neue Glaubensbekenntnis der Sozialdemokraten lautet: Sage nicht, was du getan hast, als du das Sagen hattest, und sage, was du tun würdest, wenn du gerade nicht das Sagen hast. Alles, aber auch alles, was Frau Nahles hier gerade berät, beklagt hat im Bereich der Leiharbeit in Deutschland, hat eine einzige Ursache, nämlich die Änderung des sogenannten Arbeitsüberlassungsgesetzes, AÜG, in den Zeiten der rot-grünen Koalition. Rot und Grün tragen für die Verantwortung für die Verlotterung der Sitten in der Leiharbeit. Und ich finde es schon unglaublich, dass nach 11 Jahren sozialdemokratischer Arbeitsminister, der dafür die Verantwortung trägt, gerade ein Jahr danach die Sozialdemokraten hier hinstehen und für das, was in der Leiharbeit in Deutschland geschehen ist und geschieht, die neue Regierung unter CDU, CSU und FDP verantwortlich machen und ihre eigene Verantwortung so locker wegschieben. Das lassen wir Ihnen nicht durchgehen, aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland lassen das den Sozialdemokraten nicht durchgehen. Herr Kollege Weiß, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Scharf? Bitte schön. Herr Scharf, bitte. Jetzt will ich die Sitzung nicht unnötig aufhalten, Herr Weiß, aber würden Sie mir bestätigen, dass wir in der gemeinsamen Kommission in der Großen Koalition, die sich um die Fragen Mindestlöhne gekümmert hat in einzelnen Branchen, das Thema Zeit- und Leiharbeit auf der Tagesordnung hatten und Sie es waren, Sie, die Union, die massiv verhindert hat, dass es für die Zeit- und Leiharbeit eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung gibt? Waren Sie es oder waren Sozialdemokraten? Und würden Sie mir bitte auch bestätigen, dass die, auf die Sie sich berufen haben, von wegen Tarifautonomie, nämlich die CGB-Gewerkschaften, gerade attestiert gekriegt haben, Sie haben sich darauf berufen in der Frage Zeit- und Leiharbeit, dass die gerade attestiert gekriegt haben, dass sie überhaupt nicht tariffähig sind. Können Sie mir das bestätigen, dass das so ist, und hören Sie auf mit solchen Vorwürfen? Wir haben die Erkenntnis gewonnen, dass da viel aus dem Ruder gelaufen ist und schon in der letzten Legislaturperiode versucht, es zu ändern. Versuchen Sie, sich nicht aus der Verantwortung zu stehlen. Herr Kollege Scharf, in der Tat haben wir in den 4 Jahren Großer Koalition miteinander darüber gesprochen, wie die aufgrund rot-grüner Gesetzgebung verlotterten Sitten in der Leiharbeit, was die Lohnanbindung anbelangt, korrigiert werden können. Und eine wichtige Bedingung, auf die wir uns gemeinsam damals geeinigt hatten, war, dass es für eine Allgemeinverbindlichkeit Tarifverträge gibt,
die möglichst 50% der Beschäftigten in diesem Bereich umfassen, noch 50% der Betriebe, die wir auf Vorschlag der Tarifpartner für allgemeinverbindlich erklären können. Aber die Verlotterung der Sitten der Leiharbeit aufgrund rot-grüner Gesetzgebung hat ja dazu geführt, dass wir es mit mehreren unterschiedlichen konkurrierenden Tarifverträgen zu tun hatten und dass die Tarifvertragspartner, vor allem auf der Arbeitgeberseite, uns massiv bestürmt haben, ihre Tarifverträge nicht anzufassen und deswegen keine Einigung mit diesen möglich war. Und das Großartige, Herr Kollege Scharf, ist aber, dass allein die Drohung und Ankündigung Frau Bundesministerin von der Leyen, in dem Bereich etwas zu machen, jetzt dazu geführt hat, dass im Gegensatz zur Zeit der Großen Koalition, dass wir jetzt seit wenigen Wochen die Situation haben, dass alle vier Arbeitgeberverbände im Bereich der Zeitarbeit mit allen Gewerkschaften die gleichen Mindestlöhne vereinbart haben und deswegen wir heute eine grundlegend andere Situation haben als zur Zeit der Großen Koalition. Das ist die Tatsache. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch mal daran erinnern, im alten AÜG, also das ist das Gesetz, was die Leiharbeit regelt, stand drin, dass in Zeitarbeitsverhältnissen, die länger als 2 Jahre dauern, der Gleichbezahlungsgrundsatz gilt, also der festangestellte Mitarbeiter genauso als Gehalt zu bekommen hat wie der Leiharbeiter. Diesen Satz hat Rot-Grün, nicht die CDU, nicht die FDP, diesen Satz hat Rot-Grün aus dem Gesetz gestrichen. Und das ist die Ursache für das, was wir heute beklagen. Und nun muss ich Folgendes sagen. Während Rot-Grün das Dilemma erst angerichtet hat und sich jetzt plötzlich hier reinwaschen will, ist Frau von der Leyen die erste Bundesarbeitsministerin seit 12 Jahren, die handelt. Und zwar als allererstes handelt. Es ist ein Unding, es ist ein Unding und es ist unanständig, dass Firmen ihre festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen und sie anschließend wieder als Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter in den Betrieb holen. Und deswegen hat das Bundeskabinett am Mittwoch dieser Woche einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem dieser Drehtüreffekt für alle Zeiten unterbunden werden wird. Wir handeln. So, und wenn jetzt gerade Sozialdemokraten sich zu diesem Thema äußern, da muss ich wenigstens darauf hinweisen. Es gibt unter den großen Wohlfahrtsverbänden in Deutschland einen Verband, der ist historisch aufs Engste mit der Sozialdemokratie verbunden, das ist die Arbeiterwohlfahrt. Und die Arbeiterwohlfahrt, so höre ich aus Essen, beendet die Ausbildung in Pflegeberufen damit, dass sie diese jungen Leute an eine eigene Leiharbeitsfirma, die AWO Service GmbH, weiterleitet. Und dann werden diese gerade gut ausgebildeten jungen Leute von dieser AWO Service GmbH wieder angestellt im gleichen Betrieb und verdienen, nachdem sie eine tolle Ausbildung haben, gerade so viel wie ein Pflegehelfer, der überhaupt keine Ausbildung hatte. Das ist sozialdemokratische Ehrlichkeit in Sachen Leiharbeit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat, das zweite Thema ist das, was der Kollege Scharf schon angesprochen hat. Löhne in der Leiharbeit. Es sind in den vergangenen Jahren in der Leiharbeit katastrophal niedrige Löhne, ich sage unanständige Löhne gezahlt worden, und auch das muss einen Schluss haben, das muss auch ein Ende haben. Ja, und deswegen, weil wir das klar und deutlich gesagt haben, bin ich froh, dass endlich auch die Zeitarbeitsunternehmen kapiert haben, wenn sie weiter in der Schmuddelecke bleiben, ist die Leiharbeit und die Zeitarbeit ganz kaputt. Und deswegen ist es nicht während Rot-Grün, da haben wir Verlotterung der Sitten gehabt, sondern jetzt gelungen, dass zum ersten Mal alle vier Arbeitgeberverbände im Bereich der Zeitarbeit mit den Gewerkschaften den einheitlichen gleichen Mindestlohn vereinbart haben. Das heißt, wir haben jetzt in Deutschland zum ersten Mal einen einheitlichen, branchenübergreifenden Mindestlohn in der Leiharbeit. Das hat es früher nicht gegeben. Das haben wir zum ersten Mal,
Und das zeigt, dass die Tarifautonomie in Deutschland auch funktioniert. Und deswegen erstmal ein Kompliment an die Verhandler auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite, dass wir mittlerweile einen flächendeckenden Mindestlohn in der Leiharbeit in Deutschland geschafft haben, seit wenigen Wochen, im Gegensatz zu dem, was unter Rot-Grün in Deutschland noch üblich war. Hilft das bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit? Jetzt, Frau Kramme, eins nach dem anderen. Und nun gibt es ein Datum, auf was Frau Kramme per Zwischenruf hinweist, aber es wäre in meiner Rede ohnehin vorgekommen. Wenn nun am 1. Mai 2011 die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus den 8 im Jahr 2004 der Europäischen Union neu beigetretenen Staaten Ost- und Mitteleuropas das Recht der sogenannten Arbeitnehmerfreizügigkeit erhalten, das heißt ohne weitere Vorbedingungen zu uns nach Deutschland kommen können, droht, dass eventuell dieser einheitliche Mindestlohn in der Zeitarbeit in Deutschland, den wir jetzt haben, durch ausländische Tarifverträge unterboten wird. Und deswegen arbeiten wir intensiv an einer gesetzlichen Regelung, die genau dieses verhindert. Und, ja, und Frau Kollegin Dahles, verehrte Kolleginnen und Kollegen von Rot-Grün, ich würde nicht laut O schreien, dass es den 1. Mai 2011 im Kalender gibt. Das hat man auch zu Zeiten von der Regierungszeit von Rot-Grün gewusst. Denn damals, 2004, ist der Beitritt zur Europäischen Union dieser 8 Staaten beschlossen worden. In rot-grüner Verantwortung. Sie haben nicht gehandelt. Sie haben sehenden Auges dieses Dilemma, was uns droht, in Kauf genommen. Und deswegen werden wir, die christlich-liberale Koalition, auch dieses Thema befriedigend regeln. Leiharbeit in Deutschland muss anständige Arbeit zu anständigen Löhnen sein. Rot-Grün hat dafür gesorgt, dass die Sitten verlottert sind. Wir sorgen wieder für Ordnung auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Vielen Dank. Ja, hier hat es einen Stil, ne?